Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ich hoffe, wir werden es bald schaffen, diesen kleinen Vorspann zu verändern. Den nächsten Schritt möchte ich ja schon heute setzen. Ich habe ein wenig die Gegend erkundet und ein wenig, ja, Kräuter gesammelt. Und mir auch, wie ihr unten sehen könnt, einmal Schwalbe gebraut. Die kommen anscheinend immer gleich im Dreierpack, die Tränke. Und bevor wir jetzt zur Kräuterfrau gehen, also quasi dem ersten Anlaufpunkt für den Greifen, werde ich hier oben eine kleine Siedlung, die von ein paar Ghulen terrorisiert wird, befreien. Oh. Da hat jemand den Arm verloren. Der wurde wohl zum einarmigen Banditen. Nein, der war schlecht. Egal, ich habe es ja auch mit dem Witze reißen. Der Arm wurde ausgerissen. aufhören mit dem Witze reißen und dafür mehr mit Ghule töten anfangen. Komm schon. Ihr sollt nicht so blöd Rollen hier reinmachen, sondern die Viecher einfach erschlagen. Ja, sie erschlagen, nicht mich erschlagen lassen. So, ich habe jetzt glaube ich zwei erledigt. Bleiben noch zwei, wenn ich die Karte vertrauen kann. Au! Ach, ich sollte ja besser ein Schutzzeichen wirken. Könnte ein wenig dafür sorgen, dass ich länger am Leben bleibe. Ja. Jetzt sind die Viecher erledigt. Und eine Sequenz beginnt. Ah, die Leute kommen jetzt zurück, wo die Monster erledigt sind. Sehr schön. Ja, und Geralt begutachtet zufrieden sein Werk. Ob es jetzt dafür auch eine Belohnung gibt? Gefahr gebannt. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ja, wie gesagt, Belohnung wäre mir jetzt zwar lieber. Hast du jetzt alle Monster verjagt? Ah, Waffe aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Dürfte das Äquivalent für die Rüstungsverbesserung sein und dürfte, wie ich vermute, einfach öfters benutzbar sein. Gut, jetzt haben wir hier also den Kaufmann auch freigeschalten. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist nur, ob das Ganze auf Dauer etwas bringt, ob ich durch das Befreien mehrerer solcher Punkte irgendwelche Boni bekomme oder ob einfach nur Kaufleute auftauchen, die besondere Ware haben oder einfach genug Geld, um mir was abzukaufen. Wird sich wohl mit der Zeit zeigen, aber ich finde es schön, dass man solche Kleinigkeiten versucht, der Welt ein bisschen Leben einzuhauchen. So, was hat der da? Kann man dem helfen? Nein, kann man nicht. Dann würde ich sagen, gehe ich gleich direkt... Ach, jetzt habe ich den Jäger aktiviert, verdammt. Ich wollte ja zur Kräuterfrau. Die war ja ganz in der Nähe des Wegpunktes, bei dem ich angekommen bin. Jetzt laufe ich mal direkt zu dir hin, damit wir mit der Story weitermachen können. So, da sind wir auch schon. Und geh mal rein zur guten Tumira, wie es ausschaut. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Das könnte das Werk des Greifen gewesen sein, oder? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du?
die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ah. Das ist nicht gut. Innere Blutungen oder so. Oh, und wie es ausschaut, könnte Geralt helfen versuchen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Oh, das klingt nicht gut. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Okay. Und wir haben Schwalbe ja schon. Ich glaube, ich werde ihr einen Trank mitgeben. Vielleicht hilft es ihr ja. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Wow. Warum hast du nun doch so entschieden? Also die Relation jetzt zu sehen, das ist besser als nichts zu schon tun. Heftig. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Oh, das ist aber nett. Bin schon gespannt, was uns gegeben hat. Vielleicht ein paar Kräuter oder ein paar Rezepte? Egal, reden wir mal bezüglich des Kreuzdorns mit ihr. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Sie scheint sie nicht zu mögen, wie es ausschaut. So wie niemand hier in der Gegend. Kann ich bei dem politischen Hintergrund auch verstehen. Aber mir schien der Hauptmann so, als würde ihm doch durchaus etwas an den Leuten hier liegen. Oder es wäre er doch zumindest bereit, auf die Leute hier zuzugehen. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Oh, da hat jemand, wie es ausschaut, Interesse bekundet, oder Geralt? Und wir sind aufgestiegen. Sehr schön. So, wir können jetzt mal das Charakterfenster öffnen. Und uns die Charakterentwicklung kurz anschauen. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Fertigkeitengruppen. Die Farben einer Fertigkeit zeigen an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehören. Wähle mit dem linken Analogstick eine Fertigkeit aus und drücke dann X, um sie zu entwickeln. Verstehe. Das heißt, wir haben an sich hier 3 Fertigkeiten, Kampf, Zeichen und Alchemie. Und in jedem dieser Bereiche besitzen wir bereits eine Grundfertigkeit. Schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung, Meisterschütze und Kriegstrance im Kampf. Und darunter sehen wir jeweils 4, ich vermute mal, Verbesserungen für eben jenes Grundtalent von hier oben. Ja, hier haben wir alles für den Fernkampf. Gut, da werde ich mich mal später einlesen,
was ich alles verbessern kann, bevor ich die ersten Punkte investiere. Mutagene. Du hast den Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absud herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Ja, wir haben hier grünes Mutagen, da fehlen uns noch zwei. Oder eines, zwei habe ich ja schon. Manuskriptseite, verfluchte Öle. Verfluchten Öl, sehr schön. Ja? Mal schauen, ob sie noch etwas zu sagen hat. Kräuter im Angebot. Ja, das hätte ich jetzt gern. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Mir ging es mal primär, ob sie irgendwelche interessanten Rezepte hat. So, wir haben eine Glyphe. Um Ausrüstung zu verbessern. Bärenfell. Bla. Manuskriptseite. Weiße Möwe. Ui. Und Zwergenschnaps. Zwergenschnaps brauche ich ja, wie es aussieht, für Tränke. Also werde ich mir das bald kaufen müssen. Und ich werde mir die weiße Möwe bald kaufen müssen. Trollabsud und Mittagserscheinungsabsud. Okay. Sachen, die wir früher oder später definitiv kaufen müssen. Aber als erstes kaufe ich mir mal den Zwergenschnaps. Weil der ja benötigt wird, um andere Tränke zu machen. Jawohl. Da werde ich gleich mal schauen, was ich dafür brauche. So, wir haben hier Alkohol. Alkoest. Dafür brauchen wir Zitronenwodka, Kirschlikör und eine leere Flasche. Ja, heute, ja, da wollten wir was zusammen bunschen. Und für den Zwergenschnaps brauche ich Mahakama Schnaps, die Pflanze, von der wir genug haben, und leere Flaschen. Das heißt, ich werde anfangen, leere Flaschen horten, wie es ausschaut. Und wenn wir schon hier sind, frage ich sie auch gleich mal, ja? Ob sie uns ihre Geschichte jetzt erzählt. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Oh, Nenneke! Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Roslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Das war doch nicht wirklich schon alles. Egal, aber Nenneke, für all diejenigen, die die Bücher nicht gelesen haben, kommt im allerersten Band vor. Zugegebenermaßen bin ich auch dabei, den ersten Band fertig zu lesen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und Nenneke ist, ja, wie Geralt schon gesagt hat, der Charakter oder die Person, die ihn zusammengeflickt hat. Nach den Ereignissen, die allen bekannt sein dürften, die den ersten Teil gespielt haben und zumindest mal das Intro gesehen haben. So, mehr verrate ich aber nicht. Ich schwinge mich jetzt wieder auf mein treues Pferd und schwimme mal zu dem Ort oder zum Stelle des Flusses, wo wir den Kreuzdorn oder das Kreuzdorn bergen können. Pflanzen lasse ich mal links liegen. Und Plötze will natürlich nicht ins Wasser. Dann steige ich einfach mal ab. Da hinten gibt es eine Quest. Ja, sehr schön. Die Quest werde ich mir jetzt aber nicht holen. Ich werde nur mal kurz hinschauen. Ach, das war das letzte Mal, dass ich was verliehen habe. Ich schwör's. Da werde ich jetzt nicht hingehen, sondern wahrscheinlich wird sie eh auf der Karte markiert. Ja, sieht so aus. Dann lasse ich mal die Quests vorerst so stehen und hole sie mir dann später, wenn ich sie in einer Episode annehmen und gleich lösen kann.
ist, glaube ich, interessanter. Also jetzt Questfeld anzunehmen und dann wieder zusammenhanglos zu anzunehmen oder halt zu bearbeiten. Wenn ich jetzt runtertauche, was passiert dann? Da sind überall Gegner eingezeichnet. Nein, keine mehr. Okay. Egal. Ich benutze mal die Hexersicht, um gegebenenfalls das Kraut zu finden. Und habe es schon gefunden. Ja, so schnell geht das. Ah, da gibt es noch mehr Kreuzdorn. Ja. Dann tauchen wir mal auf. Und jetzt ist der nächste Anlaufpunkt der Jäger. Zu dem kann ich jetzt schon mal hinschwimmen. Und zumindest mich auf den Weg machen. Oder wisst ihr was? Das war, glaube ich, für heute schon mal ein schönes Stück Arbeit, das wir geschafft haben. Wir werden einfach dann morgen in aller Ruhe direkt beim Jäger starten. Und somit wäre die heutige Episode auch leider schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für das Dabeisein. Hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch dementsprechend beim nächsten Mal dabei sein werdet. Falls es euch gefallen hat, denkt bitte dran, mir entsprechendes Feedback zu geben. Ist für mich auch sehr motivierend, ein bisschen mitzubekommen, wie es euch gefallen hat oder dass es euch gefallen hat. Oder einfach überhaupt, dass jetzt jemand bis zur Endcard geschafft hat, um diese kleine Nachricht zu hören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr werdet wieder dabei sein und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.